Ey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von unserem Creator Club Let's Play vom FM 2017. Wir befinden uns hier in einem Spielerbildschirm der zweiten Mannschaft und zwar Manuel Clemen. Ich habe mir kurz vor Ende der Transferfrist, die morgen endet, noch einen Spieler geholt, da wir auf der defensiven Mittelfeldposition zwar genügend Spieler haben, wir haben aber keinen, der eine defensivere Rolle übernehmen kann. Und dann habe ich einen defensiven Mittelfeldspieler gescoutet, den Clemen, der ist zwar nicht so gut, aber er ist auch nicht dazu da, um in der Startelf zu spielen, geschweige denn in der ersten Mannschaft. Ich habe ihn in die zweite Mannschaft gesteckt, damit er da ein bisschen Spielpraxis sammeln kann, damit er da ein bisschen spielen kann. Und im Notfall, falls Ratschak verletzt ist und der andere, also Ratschak Diallo und der andere Diallo nicht viel einspringen kann oder so, übernimmt er die defensivere Rolle. Er ist mehr sozusagen eine Notlösung. So, nach dem letzten Spiel gegen Freiberg haben wir ja, wir haben ja 0:2 verloren gegen Freiberg. Dann hatten wir das Spiel gegen Calcio LE, gegen die wir schon im Württemberg-Pokal gespielt haben in der ersten Runde, dort 2:0 gewonnen haben gespielt und danach gegen Wetter. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nach 2 Spielen bereits einen neuen Part zu machen, nicht nach 3 Spielen, weil eben die Transferfrist jetzt morgen endet. Ihr dürft live dabei sein und danach endet auch der Part. Genau, ich zeige euch mal das Spiel. Und zwar haben wir eigentlich ziemlich gut gespielt. Wir haben wie immer gespielt mit unserer Standard-Aufstellung. Und haben in der 76. Minute durch Marvin Kraft das 1:0 erzielt. Das gucken wir uns mal an. Feld verliert den Ball gegen Ardito und der schaltet schnell. Schön auf Breitenstein nach außen. Der hat viel zu viel Platz, kann flanken. Marvin Kraft köpft ihn rein, da sich der Torwart hier aber um Meter verschätzt hat. Und Marvin Kraft nutzt dann natürlich gnadenlos aus und erzielt in der 75. Minute das 1:0. So, Frank Bormann wurde in der 55. Minute mit der gelben Karte bestraft und in der 83. Minute hat er dann die gelb-rote Karte gezogen. Er wurde daraufhin für ein Spiel gesperrt, was heißt, er war gegen Wetter nicht verfügbar. Nach dem Spiel gegen Calcio LE habe ich mich dazu entschieden, bei der gegnerischen Anweisung am Anfang keinerlei Vorgaben, was das Tackling angeht, zu bestimmen, da wir in jedem Spiel sehr viele gelbe Karten bekommen und das hat sich auch ausbezahlt, wie man hier sehen kann. Wir haben in dem Spiel gerade mal 2 gelbe Karten bekommen, einmal Benülken und einmal Ratschak Diallo. So, wir haben das Spiel 2:0 gewonnen gegen Wetter. Man muss dazu sagen, dass Wetter aber ein einigermaßen gleichwertiger Gegner war. Sie hatten 2 wirklich gute Chancen, aber unser Torwart Wimmer, dem kann man nichts vormachen und unsere Innenverteidigung ist auch ziemlich gut. Wir gucken uns mal die Elfmeter an von Patrick Engels, einmal in der 12. Minute. Ich weiß gar nicht, ob man das Foul sieht. Das Foul sieht man nicht, okay. Patrick Engels in der 12. Minute, schön rechts oben rein, der Torwart wäre fast noch rangekommen, aber unser Spieler da, der denkt sich da nicht viel bei und schiebt einfach rein. Engels, unser bester Elfmeterschütze, genau, so warum, ich weiß jetzt nicht, warum ich da rauskam, aber ja gut. So, dann in der 86. Minute hatten wir dann den zweiten Elfmeter, den gucken wir uns auch nochmal an, wieder Engels. Und der hat natürlich keine Probleme damit und kann richtig schön einfach den Ball reinhämmern. 2:0 haben wir nun gewonnen gegen Wetter, die daraufhin auf einen Abstiegsplatz gerutscht sind, also die machen schon die Richtung nach unten und jetzt spielen wir gegen Backnang. So, gegen Backnang fehlt Radovic, da er auf Länderspielreise noch ist. Er hat ein Länderspiel und ist noch nicht zurück, deshalb übernimmt Diallo jetzt seinen Platz. Und Radovic müssen wir auf die Tribüne setzen, weil sonst können wir das Spiel gar nicht starten. Genau. Frank Bormann war ja gesperrt. Der wird jetzt wieder eingesetzt. Und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt schön gewinnen können. Ich habe übrigens... das habe ich schon eingestellt, okay. Vom Scout die Anweisung bekommen, dass ich mehr über... mehr Pressing machen soll, das habe ich natürlich umgestellt und jetzt schauen wir mal, was wir gegen das Team Backnang so anrichten können. Übrigens, wir stehen nach den 2 Siegen, stehen wir auf dem 5. Platz, wir haben aber ein Spiel weniger als die Platz 1 bis 4 mit einem Sieg
kommen wir mindestens auf Platz 4 und dann haben wir ja immer noch ein Spiel weniger als die hier oben. Also ich glaube wirklich, dass wir oben um den Aufstieg mitspielen werden, aber das ist noch relativ früh in der Saison und das kann man ja noch nicht so genau sagen. Genau. Gehen wir mal auf die gegnerische Anweisung. Wie gesagt, mache ich das hier und das hier weiterhin. Und mache dann Pressing hier immer, aber Tackling lasse ich, wie gesagt, in Zukunft weg. Das Spiel ist übrigens spannend, 4. gegen 5. Da geht es darum, wer kann oben mitspielen, wer kriegt einen Dämpfer. Und ich hoffe, das Spiel können wir gewinnen, aber im Moment sehr wenige Chancen. 22 Minuten gespielt und noch keine Großchance für beide Teams. So, der erste Eckball, Bormann flankt. Erstmal abgewehrt, aber der kommt direkt wieder zu Bormann. Was kann der machen? Geht zu Benöken, Innenverteidiger, zu Diallo, zu Breitenstein. Breitenstein und das 1:0. Ganz easy reingeschoben. Der Torwart legt sich in die falsche Ecke. 41. Minute, Breitenstein. Ich glaube, sein erstes Saisontor, wenn mich nicht alles wundert, bin ich mir gerade nicht sicher. Jetzt ist dann Halbzeit. Wir haben 2 gelbe Karten bekommen. Ich sag mal bestimmt, ja, das denkt bloß nicht, das Spiel ist schon vorbei. Dann sage ich dem... Was sage ich denn? Ich sag den Angreifern, ihr könnt noch mehr. Der Innenverteidigung sage ich auch, ihr könnt noch mehr. Und dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, soll ich wechseln? Gucke ich mal kurz. Im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich könnte Schuchert für Adito bringen, da der ein bisschen hier 76%. Machen wir mal nicht. Wir führen ja 1:0 und ich möchte da schlecht jetzt eine Änderung machen. Vielleicht dann so in der 65. Minute. Mal gucken. So, vielleicht jetzt die Chance hier für Wagner. Ne, Diallo hat den Ball. Aber die Frage ist, was kann er damit anstellen? Haut ihn erstmal weg. Kraft erobert ihn sich. Jetzt können wir vielleicht kontern. Breitenstein. Schöner Ball auf Kraft. Kraft hat jetzt viel Platz. Vielleicht gibt er ihn nochmal rein. Er gibt ihn rein zu Engels. Und der verliert den Ball gegen Teichmann. Oh je, jetzt kontern sie. Jetzt kontert Wagner. Da müssen wir uns jetzt drauf gefasst machen, was die machen können. Nein, der Ball wieder zurück, erobert. Schnell, der Pass zu Kraft. Kraft allein von dem Torwart. Kraft, was kann er machen? Oh mein Gott, Kraft. Der muss rein. Da musst du das Ding reinmachen und hier erstmal den Schlusspunkt setzen. Ach nee, was habe ich jetzt gemacht? Fuck. So, Adito kommt raus. Schuchart kommt rein. Ja, Spielfeld wieder Teilansicht. Ja, dann machen wir mal weiter. So, ich hoffe, wir kriegen keinen Cent rein jetzt. Rösch zu Dogan. Dogan! Und Wimmer hat ihn. Aua raus, der Ball ist noch heiß und haut ihn weg. Ei, da hat's mir mal ganz kurz hier die, da ist mir mal ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht, du. 80 Minuten sind jetzt gleich gespielt. Wäre Zeit für einen zweiten Wechsel. Diallo, der gelb gesehen hat bereits. Ach nee, das ist scheiße, da habe ich ja jetzt keinen. Was mache ich da? Geben wir erstmal Mert Arslan noch die Chance, sich vorne zu beweisen. Und vielleicht tue ich in der 85. dann nochmal wechseln. Mal gucken. Schuchard gibt den Ball außen auf Engels. Engels hat jetzt ein bisschen Platz. Gibt ihn zu Mert Arslan. Mert Arslan, was kann er machen? Oh, der gibt ihn schön zu Breitenstein. Breitenstein jetzt im Strafraum. Kann er den Ball in die Mitte bringen. Bringt ihn und Mert Arslan macht das 2:0. Jawohl, er macht das 2:0. Und da können wir doch gerade mal sagen, dass Schnellhardt für Diallo kommen soll. Zack. Und den stellen wir dann hier in die Mitte. Und der Bruder von Diallo, der andere, der macht hier alleine den Sechser. Ganz kurz noch. Ich werde jetzt hier auf Verteidigen gehen. Sehr strikt. Und weiter zurückziehen. Wir lassen es ruhiger angehen. Spielen geduldig. Ball halten. Gehen auf Zeitspiel. Und dann hoffen wir, dass wir das 2:0 jetzt über die Bühne bringen können. Wir haben schon wieder so viele gelbe Karten, das gibt's nicht. Bormann, Diallo, Chimzi oder Chimetzi. Wie ihr seht, die Spieler wenden das Zeitspiel an, wie ich es denen gesagt habe. Aber jetzt kann Backnang nochmal kommen. Die Kneite. Rösch. Jucic. Gleisner. Oh, Breitenstein erobert den Ball jetzt vielleicht noch ein Konter. Breitenstein, schöner Ball zu Mert Arslan. Mert Arslan, der hat noch ein bisschen Kraft. Mert Arslan. 3:0 und das hat sich erledigt. 3:0. Der nächste Sieg für uns. Und damit stehen wir im Moment auf Platz 4. Super Spiel. Und jetzt schauen wir mal. Hoffen wir, dass
Backnang nicht mehr scored, dass das Spiel jetzt abgepfiffen wird. Engels nochmal. Und das Spiel ist abgepfiffen. Jawohl. Wir gewinnen hier das Spiel 3:0 gegen Backnang und setzen ein gutes Zeichen nach oben. Wir werden oben mitspielen um den Aufstieg, so wie das aussieht. Aufstieg, so wie das aussieht, ja. Yeah. Wie wir sehen können, wir haben ziemlich stark gespielt. Backnang war aber ein ehrwürdiger Gegner, was man hier an den Chancen sieht. Hatten auch 3 Torchancen. Wir hatten 4 Torchancen. Man muss die Abwehr noch ein bisschen aufpassen bei solchen Bällen, solchen tiefen Bällen in den Freiraum. So, wie wir sehen können, ist das Transferfenster nun geschlossen. Wir haben den 1. September 2016. Die Transfers sind abgeschlossen. Ich habe alle Spieler gemeldet. Da brauche ich jetzt nicht nochmal in den Spielermeldungsbildschirm reingehen. Das war's mit dem dritten Teil von unserem Let's Play. Falls euch noch Namen von YouTubern einfallen, die wir als Spieler, denen wir Spitznamen von YouTubern geben können, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach. Ich würde mich super freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Gaming Kellner. Ciao.